Da ist er drin, in dem schönen weißen Weidenkorb 24 selbstgebastelte, schön verpackte kleine Päckchen. Los ging's mit einer Mini-Ritter-Sport-Marzipan, meiner absolute Lieblingsschokolade. Dann Oreo-Kekse, auch super lecker, mag ich echt total gern. In der Nummer 3 sind Manna-Waffeln gewesen, da wäre es aber besser gewesen, die in der Originalverpackung zu lassen, die haben da schon ein wenig latschig geschmeckt. In der Nummer 4 eine Kurzgeschichte, zwei goldene Teelichtchen und ein Beutelchen Tee. Nummer 5, vegane Gummibärchen, Krönchen besser gesagt. Das ist eine selbstgemachte Badekugel mit Glitzer drin. Hier ist diesmal ein Gutschein drin und 3 Beutelchen Tee. Das war zum Beispiel ein Gutschein für Brötchen holen. 8 war wieder meine Lieblingsschokolade. 9 war ein Stück Ingwer, das fand ich auch total witzig. Und dann hat sich alles wiederholt, aber das macht ja nichts. Das sind ja lauter Sachen, die ich total gern mag. Da liegt es halt an euch rauszufinden, je nachdem, für wen euer Adventskalender sein soll, was derjenige gern mag. Und wenn das dann 2-mal oder manchmal sogar 3-mal drin ist, macht es ja überhaupt nichts aus. Da freut man sich genauso drüber. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Marzipan-Schokolade habe. In der 22 war dann eine selbstgemachte Badekugel in Muschelform. In der 23 ein gutes Stück Seife. Ich benutze ja kein Duschgel, das weiß meine Tochter. Ich habe ein Seifensäckchen in der Dusche hängen. Und in der 24 ein selbstgehäkeltes Spültüchlein. So, und das war's jetzt, kurz und knapp. Und jetzt habt ihr ein Jahr lang Zeit, euch Gedanken zu machen, was ihr in den Adventskalender reintun wollt nächstes Jahr. Und wenn jemand Interesse hat, diese Päckchen selber zu machen, kann ich gerne mal ein Bastelvideo dazu machen.